der deutschen Schifffahrt üblich, dass man einer Genossenschaft oder einer Firma angeschlossen ist, die gegen Provision die Aufträge verteilt. Ist das dieser Ausdruck Partikulier, den man manchmal hört, oder was sind Sie? Ja, Partikulier ist der richtige Ausdruck für einen Eigentümer, einen Selbstständigen, der eben einer Genossenschaft oder einer Firma angeschlossen ist. Hätte ich jetzt mehrere Fahrzeuge, dann würde aus dem Partikulier ein Reeder werden. Dieses Schiff Vita F, wie alt ist das denn eigentlich? Das Schiff wurde 1955 gebaut. Diese Fahrzeuge werden ohne weiteres 70, 80 Jahre alt, ehe das wesentliche Erneuerungen und Umbauten vorgenommen werden müssen. Wir nähern uns der untersten von 8 Rheinschleusen, der Schleuse Iffezheim bei Baden-Baden. Sein Auto steht auch bei ihm auf dem Heck. Wie lange fährt sein Schiff von Basel bis Köln? Bei 20 Stundenkilometern zu Tal, die man normalerweise hinter sich bringt, entspricht das 280 Kilometer. Das heißt, in Basel steht Kilometer 225, in Köln steht 690. Und das entspricht ungefähr 450 Kilometer, das wären 22 Stunden von Basel bis Köln. Durch Schleusenaufenthalten, wenn man pro Schleuse eine Stunde rechnet, und es sind 8 Schleusen, muss man noch 8 Stunden, also etwa 30 Stunden rechnen, Basel bis Köln. Zwischen Basel und Mainz begleitet die Handelsstraße an beiden Ufern eine fast ununterbrochene Pappelkulisse. Auch hier lohnt sich ein Blick dahinter. Die Rheinaue bei Rastatt. Auskunft gibt ein Wissenschaftler des Aueninstituts, zum Beispiel über das ausgediente Schiff eines Aalfängers. Ja, das ist ein ehemaliger Aalschocker. Der gehörte einem der letzten hauptberuflichen Fischer, die wir hier am Oberrhein hatten. Der hatte vor allen Dingen im Frühjahr, aber auch im Herbst, im Strom, im Rhein selber, Aale damit gefangen. Vor einigen Jahren hatten wir ja das Sando-Unglück. Da wurde die Fischpopulation im Rhein sehr stark geschädigt. Und daraufhin musste er seinen Fischfang einstellen. Bei uns hier schwankt der Wasserstand zwischen, ja, ich will mal sagen, 4 Meter pro Jahr. Wenn Sie hier vor 14 Tagen etwa gekommen wären, hätten Sie einen etwa 2 Meter höheren Wasserstand noch hier erlebt. Die Lebewesen hier sind ganz speziell angepasst an diese Wasserstandsschwankungen. Wenn wir bei den Fischen zum Beispiel bleiben, kommen zum Beispiel bei den Frühjahrshochwässern die Karpfen aus dem Hauptstrom, suchen überschwemmte Wiesen auf, dort wird abgeleicht. Und der Altkarpfe geht dann wieder nach dem Hochwasser zurück in den Hauptstrom. Die Auwälder sind keine Pappelkulissen. Verschiedenstes Laubholz, Bergahorn, Eiche, Esche, alle Sorten Weiden. Aber für den schnellen Holzprofit wurde in der Hitlerzeit die rasch wachsende Pappel gepflanzt. Die Förster verwünschen diese gleich hohen, gleich alten Bäume, die keinen Zwischenwuchs erlauben, keine wirkliche Aue, in der Hochwasser sich stauen, wo sie zurückgehalten werden könnten. Was würde bei uns passieren, wenn Städte wie Karlsruhe, Mannheim, Ludwigshafen mit ihrer Industrie, die damals unsinnigerweise in die Aue gebaut wurde, was würde passieren, wenn diese Flächen überschwemmt würden? Und eine Überschwemmung von einem Chemiewerk, was hätte das für Folgen? Das wäre natürlich eine Umweltkatastrophe, sondern das Gleiche. Ein letzter Rest der Rastatter Festungsbollwerke, 1849 von Freiheitskämpfern gehalten gegen die Übermacht der preußischen Kanonen.
Karl Schurz, damals 19-jährig, der Befehlshaber der preußischen Belagerer, später als Wilhelm I. deutscher Kaiser, war ein Feind aller freiheitlichen Bestrebungen, der im März 1848 in Berlin den Befehl gegeben hatte, mit Kanonen auf das Volk zu schießen, der sogenannte Kartätschenprinz, der standhaft daran glaubte, dass eine Auflehnung gegen den König eine Beleidigung Gottes war. Wir hatten also die beste Aussicht, standhaft. Ich hatte auf der Galerie des Schlossturms mit einem Fernrohr den Feind zu beobachten und Meldung zu machen, hatte einen herrlichen Ausblick tief in Berge, in welchem Baden-Baden liegt. Die Natur, wie liebevoll. So oft nur eine Granate über den Schlosshof flog und explodierte, warfen die armen Menschen, was sie trugen, zu Boden und drängten sich schreiend den Gebäuden zu. Unterdessen erschollen die Kirchenglocken, eine Menge Frauen mit ihren Kindern rannte nach der Hauptkirche, wo sie unter lautem Weinen Gott um Schutz anflehten. Aus dem Tagebuch des preußischen Diplomaten Warnhagen van Ense. 13. August 1849. In Baden neue Erschießungen. Nun doch Biedenfeld. 14. August. Tiedemann erschossen. Und wie alle mit größter Standhaftigkeit gestorben. Der Großherzog von Baden verlängert die Belagerung seines Landes. Das ist ein Fürst. 15. August. Major Heilig erschossen. Alle sterben mit Festigkeit. Noch keiner hat seine Gesinnung verleugnet. 18. August. Die schnödesten Äußerungen des Generals Hirschfeld über die Erschossenen. Generäle und Fürsten haben in diesem unseren Lande ihre Denkmale. Wir Erschossenen von Rastatt haben keins. Die also, die bei uns als erste Demokratie versucht haben. Was den Rastattern damals nicht gelang, die Beseitigung der Fürstenwillkür, gelang 1918 dem Heinrich Klump, genannt Klumpehenner. So hieß er hier im Dörfle, inmitten der City von Karlsruhe. Im November 18 kehrte auch Klumpehenner aus den Gräueln des Weltkriegs heim. Hört Kaiser habe abgedankt, in Norddeutschland gäbe es Soldatenräte, sogar in Bayern, aber im Karlsruher Schloss residiere noch immer der Herzog von Baden. Beflügelt vom Bier und seinem großen Zorn nahm Soldat Klump sich in der Dorfkneipe seine Knarre von der Garderobe und schlich sich in den nächtlichen Schlosspark. Die Wache hatte nicht aufgepasst. Heinrich Klump, den der spätere Polizeibericht einen Matrosen nennt, gelang es, bis direkt vor das berühmte Schloss vorzudringen, vor die einschüchternd barocke Pracht. Dort richtete Klumpehenner sein Gewehr auf die Fassade, fluchte und ballerte los. Die Herzogsfamilie hatte mit gar nichts anderem gerechnet. Auch in Karlsruhe würden sicher bald Soldatenräte die Macht übernehmen. Als nun die Scheiben klirrten und der Stuck rieselte, da, die Koffer waren gepackt, die Kutsche stand reisefertig, stürzten sie zur anderen Seite des Schlosses hinaus und flohen. Zwei Tage drauf kam aus Zwingenberg die Abdankungsurkunde. An dieser Stelle müsste Heinrich Klump, der wegen groben Unfugs verurteilt wurde, ein Denkmal gesetzt werden. Die Wahrheit über diese wahre badische Revolution, die unblutige und erfolgreiche, steht in keinem Geschichts- oder Schulbuch. Der Rastatter Auenforscher hatte sogar gesagt, dass schon die Gründung von Städten wie Karlsruhe in dieser amphibischen, in dieser Sumpf-, Auen- und Baggerseelandschaft riskant sei, dass sie sogar verhängnisvoll werden könnte. Horizont, gerade voraus, der nächste, der vielleicht eindrucksvollste Punkt unserer Reise. Der Dom zu Speyer.
132 Meter lang, das größte Gotteshaus, das im Mittelalter in Deutschland errichtet wurde. Romanik aus der ersten Jahrtausendwende, um 1100 vollendet. In den zum Teil erst heute freigelegten Außenmauern Spuren, die zu Entdeckungsreisen anregen. In der Gruft des Doms drei Könige, fünf Kaiser. Das Kind eines Schiffers auf die Frage, was ist eine Brücke? Da wird es lauter. Am Rhein wird es jetzt nicht nur lauter, sondern ab Mannheim drängt sich die Industrie an den Strom. Den Beginn macht das Mannheimer Kohlegroßkraftwerk. Die drei größten deutschen Binnenhäfen, Duisburg, an zweiter Stelle Karlsruhe, dann Mannheim und Ludwigshafen. Kurz vor der Mannheimer Innenstadt doch noch mal ein deutscher Urwald, nur 10 Fußminuten vom Hauptbahnhof. Ein Kultusminister rügte die Schüler seines Landes. Es geht nicht an, dass unsere Kinder über Zielibis Bescheid wissen, aber nicht, dass der Neckar bei Heidelberg in den Rhein fließt. Der Neckar bei Heidelberg. Hinten der Odenwald, vorn die Neckarwiesen. Und wo bleibt der Rhein? Altgoldener Herbstwald, das berühmte Schloss, aber kein Rhein. Fehlanzeige auch 20 Kilometer unterhalb in Mannheim. Auch hier schöne Uferwiesen am Neckarkanal und nirgends ein Rhein. Erst hier vor der Industriekulisse von Ludwigshafen die Neckarmündung. Ein Baggerschiff treibt mit der Neckarströmung herab und biegt nun herum. Fährt von jetzt ab rheinauf, an den modernen Kathedralen vorüber, an denen der chemischen Großindustrie. Und wie freiheitlich hatte alles mal angefangen. Doppelstadt Mannheim-Ludwigshafen. Nur von einem Rheinschiff aus bekommt man die folgenden denkwürdigen Ansichten. Einblicke in eines der größten Chemiewerke unseres Planeten. Aus dem Umweltbericht der BASF.
1992 leitete die BASF 186 Millionen Kubikmeter Abwasser in den Rhein. Mit folgender Jahresfracht: 1,4 Tonnen Blei, 5,2 Tonnen Chrom, 9,6 Tonnen Nickel, 42 Tonnen Zink, 8.970 Tonnen Ammoniakstickstoff. Und wenn es nun auch hier am Oberrhein so dauerhaft regnete wie kürzlich an der Rhone, extremes Hochwasser, davon ist man im Rastatter Aueninstitut überzeugt, brächte eine Umweltkatastrophe erster Güte. Unterhalb der chemischen Stadt BASF, hinter dieser Pappelkulisse nicht weit von Oggersheim, die moderne Großkläranlage des Konzerns. Hier gab es vormals den Ort Otenheim und hier, 10 Kilometer südlich Worms, wurde seit je von Worms aus gejagt. Gab es Wälder, Sümpfe, Tiere, das Revier, das Land am Fluss. Der Brunnen, aus dem Siegfried trank, bevor er ermordet wurde, stand nicht im Odenwald. Keine alte Handschrift erzählt von einer Jagd im Gebirge. Die Pirsch ging hin zum Waskenwalde, zu den Vogesen hin, nach Süden also. Hier wurde gejagt und ermordet. Exakt an der Wasserader, über der heute die Großkläranlage steht. 900 Tonnen Ladung, bei Niedrigwasser nur halb so viel. Verdient dann der Schiffseigner noch? Es gibt gewisse Richtlinien bei den Pegelständen. Wenn diese unterschritten werden, bekommen wir kleinen Wasserzuschlag. Das heißt, wenn wir nur zur Hälfte ausgelastet sein können, würden wir ja mit Verlust fahren und bekommen dadurch Kleinwasserzuschläge, um das in etwa wieder auszugleichen. Ständig muss so ein Schiffer Kosten und Nutzen berechnen, zum Beispiel für den Dieselkraftstoff oder die Personalkosten. Matrose ist hier die Frau des Kapitäns, die unserer Kamera mit List ausweicht. Darf der Kapitän seine Frau ans Steuer lassen? Ich mache während der Fahrt öfters auch irgendwelche Arbeiten am Schiff. Sie kann das fahren. Sie hat die Erfahrung dazu. Es ist auch erlaubt, nur eben muss ich an Bord sein, weil ich der Patentinhaber bin. Aber sie hat irgendeine offizielle Bezeichnung? Gibt es das? Ja, sie ist Steuermann. Sie wird natürlich genauso befördert.
Sie hat als Schiffsjunge angefangen, als Matrose, besitzt den Matrosenbrief und hat dann als Steuermann Funktion. Wie ist denn das abends mit dem Anlegen? Muss man da Hafengeld bezahlen? In der Regel benutzt man Häfen oder Hafenanlagen, sind diese hafengeldpflichtig, wenn man nicht ladet oder löscht. Die Unterschiede sind darin sehr groß. Es gibt Häfen, wie in Wesel zum Beispiel, die nehmen für die Benutzung 10 Mark plus Mehrwertsteuer. Die Duisburger Häfen sind etwas teurer, die liegen knapp bei 100 Mark pro Nacht, währenddem ich die Situation in Bonn mal hatte, wo ich für 6 Stunden Nachtruhe 300 Mark bezahlen sollte. Dies Gebäude ist das älteste, könnte man sagen, das von Deutschen gebaut wurde, um 770. Die Torhalle des Klosters Lorsch gegenüber Worms. Es heißt, hier irgendwo sei er begraben worden, der Gast aus dem Nebelland der Nibelunge. Romanische Steinmosaiken nach römischen Mustern. Als dies Gebäude entstand, notierten die Mönche im Kloster Lorsch den Lorscher Bienensegen in Althochdeutsch. Kirst, Imbi ist Husse, nu fluck du Fihu, minas heras, Friedu, Fronu, in Gottes Mund, heimt sie kommune gesund. Kelten, Römer, Germanen, alle haben hier gesiedelt, in Mogontiacum in Mainz. Goethe über die Belagerung des revolutionären Mainz 1793. Gegen Abend die Offiziere tranken den schäumenden Wein und wiederholten meine Worte vorm Jahr in der Champagne. Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus. Die Oboisten spielten Sa-Ira und den Marseiller Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach der anderen geleert wurde. Abends nach 8 kanonierte man stark vom rechten Flügel. Und einer der preußischen Offiziere? Nirgends in Deutschland herrscht ein so wüstes revolutionäres Treiben als in Mainz. Selbst angesehene Männer hatten sich nicht entblödet, die rote Jakobinermütze aufzusetzen. Wo eine solche Zuchtlosigkeit herrscht, muss Gottes Zorn an Strafgericht hängen. Die feurigsten Bomben waren eine verdiente Züchtigung. An eine Frisur und ein gehöriges Binden des Zopfs war nicht mehr zu denken. Kleist dagegen? Mit welchen Empfindungen ich Mainz wieder erblickte. Das war damals die üppigste Sekunde in der Minute meines Lebens. 16 Jahre, der Frühling, die Rheinhöhen, der erste Freund und ein Lehrer wie Wieland. Ein blauer Schleier, wie in Italien gewebt, umhüllte die Gegend, als ob der Himmel selber herniedergesunken wäre. Das klang mir wie Kirchenmusik und ich glaube, dass alles, was uns die Dichter von der Sphärenmusik erzählen, nichts Reizenderes gewesen ist. Kurz vor Bingen lässt unser Kapitän, der Partikulier, seine Kiesfracht entladen mit einem Kran aus dem Jahr 1913. Schauen wir uns das an.
Ab Bingen wird der Rhein zur nationalromantischen Wasserstraße gegen den welschen Freigeist. Die Rheintöchter gebührend hinweggescheucht und Vater Rhein trinkt deutschen Siegeswein. Und Nicolas Becker sang: Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein. Dazu Heinrich Heine: Zu Biberich habe ich Steine verschluckt, wahrhaftig, die schmeckten nicht lecker. Doch schwerer liegen im Magen mir die Verse von Nicolas Becker. Der deutsche Michel konnte ganz schön stumpfsinnig werden und war in dieser Dummheit am Ende nur noch gehässig. So wie auf diesem Flugblatt, das es noch heute auf einem Flohmarkt gab. 1. November, Allerheiligen. Das Binger Loch. Der Rhein gräbt sich hier in der jüngsten Erdgeschichte in ein aufsteigendes uraltes Steinpaket ins rheinische Schiefergebirge. Rechts der Taunus, links der Hunsrück. Der Mäuseturm, mitten im Strom. Auch er, wie die zahlreichen Burgen hier, eine alte Kontrollstation, um Wegzoll zu kassieren. Das Rheintal ist eine Schlucht durch eine Hochebene, ein Canyon in gemilderter Form, denn im gemäßigten Klima sind die Felskanten ins Weiche gerundet, meistens. Zum Beispiel Burg Rheinstein, schon vor 1200 unter dem Mainzer Erzbischof errichtet, um für Kurmainz Zoll zu erheben. 1825 von einem preußischen Prinzen romantisch renoviert. In der Ferne öffnen sich die Novembernebel. Einer der Weinberge hat bereits Sonne und man sieht hier gut, wie der Rheinstrom die Berge links aus einem gleich hohen Niveau heraus präpariert. Felsen heißt hier immer noch Lei. Zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine, riss viele Herzen hin und brachte viel zu Schanden der Männer ringsumher. Aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr. Der Bischof ließ sie laden vor geistliche Gewalt und musste sie begnaden, so schön war ihr Gestalt. Lorelei heißt sie in Brentanos Gedicht, 1800 hatte sie sich ausgedacht. Kaup wie ein Schiff mit spitzem Bug, Zollburg und Basis für eine der ersten Pontonbrücken. Blücher, Napoleon verfolgend, überquerte mit seinen Truppen hier den Strom. Oberwesel kommt näher, römisch Vosolvia, aber schon vorher besiedelt von den keltischen Treverern. Darüber eine der mehr als 200 Burgen am Rhein. Dies ist die Schönburg, an der Generationen bauten. Oberwesel nennt man die Stadt der Türme und des Weins. Auch dieses Städtchen ist noch vollkommen von der alten Stadtmauer umschlossen. Erst die Eisenbahn durchbrach sie 1857. In Oberwesel stehen so viele Tortürme wie sonst nirgends, 16. Einige von ihnen sind privat bewohnt, auch dieser. Mittelalter Original, oft unverändert seit Jahrhunderten.
Rheinstrecke, die hat zu jeder Jahreszeit ein anderes Bild. Ob im Frühjahr, im Sommer ist, im Herbst, wenn das Weinlaub ist, schön, sie färbt, die Bäume. Also man kann sagen, ich fahre die Strecke war sehr gern. Auch Lokführer und der Großvater auch schon. Und wenn Sie in so einen Tunnel reinrauschen, also ich habe das ja jetzt gesehen, da ja. Fährt man wie in ein schwarzes Loch. Ja, da wurde vorher wurde noch gehupt, das ist heute weggefallen. Ich weiß ja, wenn der Tunnel kommt, genau, wo die Lage ist, Licht angemacht und reingefahren, naja. Aber Sie sehen im ersten Moment nichts? Nein, im ersten Moment sieht man nichts. Ist auch bei längeren Tunnels, dann ist auch, wenn man die Sonne jetzt so hell scheint, dann ist ja auch ein schneller Wechsel von hell, von ganz hell nach dunkel. Ja. Das kann das Auge sich ja nicht umstellen. Deshalb will man halt dahin auf der Neubaustrecke und tut die Tunnels innen beleuchten. Ne? Mhm. Bis du dunkel ist, wenn das so lange Strecken sind. Eines Tages stand hinter einer Kurve, erfuhr 160 Stundenkilometer, eine Frau auf den Schienen. Zögerte einen Augenblick, nach welcher Seite sie ausweichen sollte. Die Lok kam erst 700 Meter dahinter zum Stehen. Es wird nicht nur behauptet und gesungen, dass es am Rhein so schön sei, es ist schön. Lurlei hieß dieser Felsen schon immer, tönender Felsen. Kleist erinnert, das ist eine Gegend wie ein Dichtertraum, dieses Tal, das sich bald öffnet, bald schließt, bald blüht, bald öde ist, bald lacht, bald schreckt. Und der Maler Alfred Rethel, 1833? Die Felswände fast senkrecht. Der Rhein hier sehr tief, im Tal eine außerordentliche Stille, unterbrochen zuweilen durch den eintönigen Sang eines der Salmenfänger, bepelzt mit himmelsträubenden Felszacken, wie wenn man einer Katze das Fell streicht. Die Lorelei, bekannt als Fee und Felsen, ist jener Fleck am Rhein, nicht weit von Bingen, wo früher Schiffer mit verdrehten Hälsen von blonden Haaren schwärmend untergingen. Wir wandeln uns, die Schiffer inbegriffen, der Rhein ist reguliert und eingedämmt, die Zeit vergeht, man stirbt nicht mehr beim Schiffen, bloß weil ein blondes Weib sich dauernd kämmt. Erst neulich machte auf der Lorelei hoch überm Rhein ein Turner einen Handstand. Von allen Dampfern tönte Angstgeschrei, als er kopfüber oben auf der Wand stand. Er stand, als ob er auf dem Barren stünde, mit hohlem Kreuz und lustbetonten Zügen. Man frage nicht, was hatte er für Gründe? Er war ein Held, das dürfte wohl genügen. Er stand verkehrt im Abendsonnenscheine, da trübte Wehmut seinen Turnerblick. Er dachte an die Lorelei von Heine und stürzte ab, und brach sich das Genick. Er starb als Held, man muss ihn nicht beweinen, sein Handstand war vom Schicksal überstrahlt. Ein Augenblick mit zwei gehobenen Beinen ist nicht zu teuer mit dem Tod bezahlt. Soweit Erich Kästner, neuerdings hält Lorelei persönlich die Turner fest. Und der Frachtverkehr auf dem Strom ist in der Tat reguliert. Talwärts sehen wir hier unterm Lorelei-Felsen ein modernes Containerschubschiff, während zwei bergauffahrende kleinere Schiffe hinter der Lorelei-Enge warten müssen. Links am Ufer stoppt sie ein Signal. Und über all dem Betrieb auch immer noch Weinbau.
Die Winzer haben hier schwierige, sehr kleine Lagen am Steilhang und sehen ihre Überlebenschance in der Spezialisierung auf besondere Topfen, für die sie die Kundschaft an schönen Wochenenden in Weinseminaren werben. Weinsortung und von dieser Auslese habt ihr jetzt hier. Gäste aus den neuen Bundesländern sollen nach nächtelangen Übungen raten, welchen Wein dieses Mädchen hier eingießt. Wer Jahrgang und Lage herausschmeckt, verdient sich eine goldene Nase. Winzer geben letzte Tipps, die Stimmung steigt. Ja, einen der fünf, die heute Morgen getrunken haben, und von daher. Und was hier von diesem kleinen Tälchen aus nach der Lorelei zu liegt, ist St. Gowashäusen der Lorelei Edel. Lagename St. Gowashäusen der Lorelei Edel. Also. Wir haben ein Damenmodell und ein Herrenmodell. Die muss aber den ganzen Tag. Mit der goldenen Weinabend. Wie überall im Landbau, auch die Winzer werden als Familienbetriebe überrollt vom industriellen Großanbau. Zum Glück stehen ihnen gute Hilfen zur Seite. Die Schönheit dieser Landschaft, ihre Geschichte und seit je die Träume und Gefühle der Dichter. Burg Rheinfels. Dort hausten um 1200 die Taunusgrafen von Katzenelnbogen. 1690 berannten Franzosen die Festung, vergebens. Erst die Revolutionäre von 1789 nahmen sie ein und begannen sie als Steinbruch zu nutzen. Als Gegengründung auf der anderen Rheinseite die Burg Maus. Unter diesem Namen jedenfalls verhöhnte man sie, die Zoll- und Trutzburg des Ritters Kuno, eines tatendurstigen Herrn von Falkenstein. Seliges Tal des Rheins. So heißt es in Hölderlins Wanderer. Aber wo das Selige ist, lauert auch das Unselige. Diese beiden Burgen nennt man die feindlichen Brüder. Dokumente eines langwierigen Familienkrachs, derer von Sternberg, ausgelöst von einem illegitimen Königssohn, der partout seine eigene Burg wollte und beide Anlagen um 1300 durch eine Mauer trennen ließ. Seit 1600 sind beide Linien erloschen. Womit, sagt unser Lokomotivführer, bewiesen wäre, dass es sie schon immer gegeben hat, die Bekloppten. Bekloppt findet er auch heute vieles. Nicht nur die Bahnreform, auch die neue Schnellstrecke, die über Taunus und Westerwald Köln mit Frankfurt verbinden soll. Erstens sei die Tour hier unten durchs Rheintal allemal schöner und zweitens wollten nun auch Koblenz und Bonn und noch andere Städte angebunden werden. Da könne man doch gleich hier unten bleiben. Wir durchqueren das alte Boppard, sehen Türmchen, Stadtmauern. Eigentümlich, nie sieht unser Lokführer einen Bahnarbeiter, der arbeitet. Immer starren sie ihn nur an. Er erzählt von den Seelen der toten Eisenbahner. Das seien die Rabenkrähen. Rabenkrähen fräßen auf den Schienen die totgefahrenen Vögel und nur diese Raben flögen immer noch rechtzeitig weg. Die kennten den Betrieb, weil sie ja Eisenbahner gewesen seien. Heute ist der Fahrer in IC-Loks gewöhnlich allein. Was geschieht, wenn er mal ohnmächtig wird? Ganz einfach, alle 30 Sekunden muss er eine Taste drücken als Zeichen dafür, dass er fit ist. Falls er es mal nicht tut, pfeift ein Signal und wenn er auch dann die Taste nicht drückt, bleibt der Zug automatisch stehen.
Oben über den Herbsthügeln im zarten Dunst drei Zeichen, als käme schon jetzt das Ruhrgebiet. Das ist die Blei- und Silberhütte Braubach. Schiffer wie Lokführer erzählen, von hier aus würden die Weinberge geheizt. Munkeln aber auch Gerüchte über Bleivergiftungen. Aber diese Geschichten verschweigen wir jetzt. Mineral- und erzreich sind Westerwald und Eifel. Und nach dem Ältesten, dem Selterswasser, das hierher kommt, benennen wir inzwischen auch all die anderen Mineralwässer, die in großer Zahl hier entspringen. Oberhalb Braubach die Marxburg, eine der wenigen vollständig erhaltenen Anlagen, erbaut um 1100, nach allen Seiten Steilhänge. Wem all diese Burgen heute gehören? In diesem Film zeigen wir einen Besitzer von 26 deutschen Burgen. Ehrenbreitstein über Koblenz, Zollstation der Trierer Erzbischöfe. Seit 1815 von den Preußen ausgebaut, zur damals stärksten Festung der Welt. Wo Mosel und Rhein zusammenfließen, am deutschen Eck, wurde er kürzlich mit großem Pomp wieder aufgestellt, Kaiser Wilhelm I., der in Berlin die Demokraten hatte niederschießen lassen, jener Befehlshaber, der Rastatt belagern ließ und die Freiheitskämpfer hinrichten, im Namen Gottes, wie Karl Schurz uns das erklärt hat. Wenn man genau hinsieht, kann man zu seinen Füßen Menschen erkennen. Ein entschiedener Feind jeder Freiheitsbestrebung. Karl Schurz, Lebenserinnerungen. Jeder ordentliche Deutsche einmal am deutschen Eck. Welche Brut? Immerhin, vor seiner Nase weht nun jeden Tag diese Fahne, die er hasste, die er, der Schwarz-Weiß-Rote, bekämpfte. Muss es nun immer anschauen, das Schwarz-Rot-Gold der Freiheitsbewegung. Halten wir fest, ihm wurde ein Denkmal gesetzt, nicht seinen Opfern. Dies ist in Koblenz die unterste Mosel-Staustufe. Auch die Mosel ist nun schiffbar, im Moment ist hohes Wasser. Die Naturschützer versichern, Hochwasserfluten seien den Fischen angenehm. Wanderfische fühlten sich bei starker Strömung erst richtig wohl. Aber die Frage ist, wie überwinden die Tiere die Staustufen? Passieren sie durch die Schleusen, wo sie in die Schiffsschrauben geraten können? Hier an der unteren Mosel ist eine Fischtreppe eingerichtet. Wird sie genutzt? Haben in unserer verbauten Welt Forellen oder Lachse überhaupt noch eine Chance? Wir fragen die zuständigen Biologen. Wir hatten im letzten Jahr einen sensationellen Fang hier an der gleichen Stelle. Ein Lachsmännchen von ungefähr knapp einem Meter Länge und wie schwer war das? 7,5 Kilo. Also ein Prachtexemplar und der erste Nachweis seit den Anfang der 50er Jahren, dass hier wieder ein Lachs aufgestiegen ist. Früher natürlich waren die Lachsfänge ganz beträchtlich. Im vorigen Jahrhundert wurden so zwischen 1880 und 1890 Stückzahlen von 100 bis 150.000 am Rhein gefangen, vor allen Dingen von den Holländern und den Deutschen am Niederrhein. Ja, der Rhein war sicherlich der bedeutendste Lachsfluss in Gesamteuropa und die Fische sind ja bis an den Wasserfall in Schaffhausen aufgestiegen und die Mosel war der bedeutendste Nebenfluss des Rheines, wo die Fische bis in die Ur, also bis Luxemburg hochgezogen sind, über die Sauer dann. Die Fische orientieren sich immer an die Strömung und werden durch diese Strömung angelockt und durch eine Anordnung von Becken nach oben ins Oberwasser geleitet. Diese Becken haben ein Schlupfloch und durch dieses Schlupfloch wandern dann die Fische nach oben. Am frühen Morgen große Neugier. Ist über Nacht wieder ein Wanderfisch in der Reuse geblieben? Womöglich ein Lachs? Eine große Forelle, und zwar ihre größere Verwandte, eine Meerforelle. Eine, die zwischen Fluss und Meer wechselt. Guck mal, die gerade runtersenke, die Reuse, ganz. Hier, hoch. Auf, hier, zack, zack. Und dann holt das Wasserkran, Wasser rein. Passiert nichts.
Wissenschaftler markieren jeden Fisch. Das Markieren, beteuern sie, tut der Forelle nicht weh. Fisch bekommt bei uns eine individuelle Marke. Da steht drauf, dass es sich um ein Quoteprojekt handelt und die Telefonnummer von der Bezirksregierung plus eine individuelle Nummer. Und das dient dazu, um die Fische bei einem eventuellen Wiederfang zu erkennen und um über ihre Wanderwege Auskunft zu bekommen. So, mal halten. 75. Nein. Die zweite Loch. So, jetzt haben wir 4,8. Okay. Schuppenprobe für eine genetische Untersuchung, um herauszubekommen, welche Fischsorte sich jetzt schon wieder über den Rhein hinaufwagt, am deutschen Eck vorbei. Auch Blut wird entnommen, alles nummeriert, gemessen, gewogen, fotografiert und registriert, damit die neuen Wanderbewegungen ermittelt und gefördert werden können. Dann darf der Fisch natürlich zurück ins Element. Wie sagt man noch heute im Ruhrgebiet, den dicken Willem markieren? Koblenz. Die Römer nannten diesen Ort Confluentes, die Zusammenfließenden. Fischerdörfer im Neuwieder Becken, einem alten tektonischen Grabenbruch vor der Eifel, bedeckt mit Vulkanaschen, die sich verfestigt haben zum Bimsstein. Ausgerechnet hier, wo noch in jüngster Erdgeschichte die Hölle los war, meinte man, wie schon am Kaiserstuhl, ein Atomkraftwerk bauen zu müssen. Mülheim-Kärlich, seit langem betriebsbereit, aber bis heute ohne Erlaubnis ans Netz zu gehen. Die Novembernebel, warum wohl lasteten sie hier so düster wie sonst nirgends am Rhein? Dies hier, was ein bisschen so aussieht wie die Trierer Porta Nigra, ist der Rest der Brücke von Remagen. Auch diese Brücke sollte, als 1945 die deutschen Truppen über den Rhein geflohen waren, gesprengt werden, damit der Gegner sie nicht benutzen konnte. Aber als der Pulverdampf sich verzog, war sie als einzige stehen geblieben und die Amerikaner eroberten sie ohne größere Probleme. Hitler wütete und ließ alle Offiziere des zuständigen Truppenteils von einem Standgericht erschießen. 10 Tage später, am 17. März 1945, als die Amerikaner längst die rechte Rheinseite beherrschten, fiel die Brücke plötzlich in den Strom. 28 GIs kamen um. Heute beherbergt dieser Stumpf ein deutsch-amerikanisches Museum. Nun der vielfache Burgenbesitzer Hillebrand. Marienfels ist sicherlich einer der schönen Standorte am Rhein. Und wir haben es gekauft vor etwa 5 Jahren. Es ist gebaut worden vor etwa 180 Jahren. Das war eine reiche Kölner Familie, die es gebaut hat. Und dieses Objekt wollen wir für uns nutzen.
Deshalb haben wir es auch sehr mühevoll und sehr, sehr langsam saniert. Und wir wollen das mal als Wohnsitz für die Familie nehmen, weil meine Familie wird kleiner, die Kinder werden größer. Und da ich 14 Kinder habe und jetzt so die ersten langsam ans Heiraten denken, ist das nachher ein sehr schönes Objekt für uns bereit. Die letzten 25 Jahre habe ich so peu à peu einige Schlösser gekauft und sie saniert und zu einer sinnvollen Nutzung wiederverwendet. Zum Beispiel hier Schloss Marienfels haben wir bekommen vom Staat eine Beihilfe von 260.000 Mark. Das ist natürlich, wenn man weiß, dass die Sanierung etwa 8 Millionen gekostet hat, nicht sehr viel. Aber es sind trotzdem 3%. Im Moment haben wir 26 solche alten Schlösser und Burgen in der Familie. Und wir haben vor, noch 2 Stück dazu zu nehmen. Dann sind das 28. Aber da brauche ich mir nicht noch 14 Kinder anzuschaffen. Dann hat also jedes Kind 2. Der Drachenfels. Vor 1150 errichtet unter Kölner Erzbischöfen als Zollsperre. Die Burg auf dem vulkanischen Trachyt musste immer wieder vor Abstürzen gesichert werden. Heute gilt sie als stärkst besuchte Höhe Europas, gut die Hälfte der Besucher Niederländer. Von oben sieht man Adenauers Haus in Rhöndorf, heute Sitz einer Stiftung. Nicht weit davon in Unkel wohnte in den letzten 13 Jahren seines Lebens Willy Brandt. Mit dem IC fahren wir inzwischen in Bonn ein und der Lokführer wundert sich und sagt, noch nie habe er in Bonn so viele Baukräne gezählt, wie ausgerechnet in dem Moment, wo dieser Ort nicht mehr Hauptstadt sein soll. Wer vom Drachenfels herab nach Norden blickt, ins Nebel oder Niederland, könnte am Schluss der Rheinfahrt den Beginn des Nibelungenlieds nutzen, das Nebelläutelied. Uns ist am deutschen Rheine wundersvill gesät. Wird der Nebel da unten sich lichten? Die Kölner Bucht, die Wetterlage. Ein Tief über der Ostsee löst sich auf. Heute lenkt es nochmals feuchtmilde Luft zu uns. Morgen setzt sich vorübergehend ein Hoch durch. Über Nebelland vorübergehend ein Hoch. Diese letzte Einstellung zeigt, wie subjektiv wir durchs Objektiv geblickt haben. Hinten das Siebengebirge, links der Drachenfels der Erzbischöfe. Durch was anderes als durch die eigene Optik lässt sich bekanntlich nicht blicken.